Hi, wir sind Max und Leander. Wir studieren beide im 11. Semester Medizin an der Universität Heidelberg. Und hiermit melden wir uns aus der Sommerpause zurück. Genau, mit dem ersten Video seit einer längeren Zeit. Und zwar möchten wir da erstmal als kleinen Tipp eine Frage beantworten, die dann doch jetzt zwei, dreimal kam in den letzten paar Wochen. Sollte man immer die aktuellste Version von Büchern kaufen, zum Beispiel für Physiologie, Biochemie, Anatomie etc.? Genau, vielleicht magst du anfangen und ich ergänze. Genau, also wir hatten gerade kurz drüber geredet und ich denke, es gibt zwei große Fragen. Erstens, ist das Buch noch aktuell? Und zweitens, ist das Buch in gutem Zustand oder in einem Zustand, in dem du damit lernen kannst? Das heißt, vielleicht rede ich über die zweite Sache kurz und dann kannst du zu der ersten was sagen. Mhm. Wenn du zum Beispiel gern selber in dem Buch Sachen markieren möchtest und so weiter, ist es halt ungeschickt, wenn das jemand anderes schon gemacht hat. Wenn irgendwie der Kaffee schon drüber geschüttet wurde, vielleicht auch blöd. Das heißt, überleg dir, wie du mit dem Buch lernen willst. Wenn es zum Beispiel eher ein Atlas ist, viele Abbildungen, dann ist es weniger ein Problem. Aber in einem Buch mit viel Text ist halt die Frage, hat da jemand anderes schon jede Menge Sachen drin markiert? Und willst du vielleicht selber lernen, indem du da irgendwie dir Sachen markierst und hast dann eben ein Problem, dass das da schon drin ist? Genau, Punkt 1 der Geschichte ist natürlich, es kommt super krass drauf an, welches Fach das ist und wie alt das Buch ist. Also bei manchen Fächern ändert sich seit Jahrzehnten nichts. Klassisches Beispiel wäre Anatomie, ne? Also das ist halt gleich wie vor 5 Jahren. Ja, also da bringt ein Buch, außer vielleicht einer didaktisch wertvollen Abbildung mehr, wahrscheinlich relativ wenig. Also viele von uns hatten zum Beispiel aus Kostengründen ältere Prometen, also dieses Hauptbuch für die Anatomie. Ich selbst habe mit einem Silbernagel, mit einem Schmidt gelernt, der nicht die aktuellste Version war, sondern ich glaube die vorletzte oder so. Genau. Und gerade bei den Fächern, wo sich noch einiges tut, ja, würde ich dir empfehlen, wenn du dir überhaupt ein Buch kaufen willst und nicht irgendwie ein Online-Medium, ja, also da die aktuellste Version zu nehmen. Beispiele sind zum Beispiel die innere Medizin oder die Onkologie, ja, also gerade in der Krebsmedizin ändert sich jedes Jahr gefühlt jede Therapie für jeden Tumor und dementsprechend bringt dir ein Buch von vor 10 Jahren gar nichts. Ja. Oder es gibt andere Fächer, wo sich eben alles sehr, sehr schnell entwickelt momentan. Da lohnt es sich nicht, sozusagen für die paar Euro dann eine alte Version zu holen und dann hast du falsche Informationen. Genau, typisches Beispiel, das mir gerade noch einfällt, sind auch so Werte irgendwie. In der inneren Medizin ändert sich zwar an der genauen Behandlung gar nicht so viel am Ende, aber dann welche Werte von irgendwie Blutdruck und Cholesterin und so jetzt für welchen Patienten akzeptabel sind, da ändern sich halt die Leitlinien öfters. Und da ist halt die Frage, wenn du das Gefühl hast, es ist ein Fach, in dem auch was passiert, ist halt ein bisschen blöd, wenn du ein Buch hast, das dann nicht aktuell ist, weil dann hast du es in der Prüfung am Ende halt vielleicht trotzdem falsch. Genau, dann vielleicht noch zu den zwei Büchertypen, die er jetzt gerade gefragt hat. Physiologie haben wir gerade schon besprochen. Also in Physiologie finde ich, da tut sich jetzt nicht so wahnsinnig krank viel, was auf der Ebene ist, die du als Medizinstudent lernst. Und in der Biochemie finde ich das eigentlich genau gleich. Ja. Also du lernst ja da die ganz groben Sachen. Ne? Also natürlich jetzt kein Buch von vor 20 Jahren, wo man die Atmungskette noch nicht kannte oder so, aber halt da ändert sich nicht mehr viel momentan. Ja. Für das, was du im Studium dir aneignen sollst. Ne? Also falls du Biochemie studierst, empfehle ich dir das aktuellste Biochemie-Lernbuch. Ja. Aber so viel dazu eigentlich. Genau. Wir hoffen, das hat den Leuten, die diese Frage hatten und vielleicht auch ein paar anderen geholfen und machen demnächst dann auch wieder weitere Videos. Das heißt, ihr müsst nicht mehr so lange warten wie zuletzt. Abonniert uns dazu gerne auf den Knopf hier in der Mitte oder klickt eine der Playlists bei Max oder mir an. Genau, damit bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Tschüss. Ciao.